Bonjour, wie sagen wir? Das Elsässische oder Richter oder einfach Traven ist nicht immer leicht. Und dadurch gibt es eine elsässische Methode für Kinder, die frisch rausgekommen sind. Die erste Ausgabe ist schon in 20 Jahren, aber die jetzt bringt viele Neuigkeiten. Und wir erklären euch alles auf Bilder von Valérie Rousseau. Stelle ich das neue Buch vor, das heißt Tommy et Louise. J'apprends l'Alsacien avec Tommy et Louise. Also ich lese euch mal für Anfang den Dialog und nachher lernen wir es für sie selber. Ja? Was willst du spielen? Was willst du spielen? Ich will Karten spielen. Ich will Karten spielen. In der Gemeindegemeinschaft von den Niederzorn kennen die Kinder während der Ferien elsässisch lehren. Und die neue Ausgabe von dieser Methode kommt gerade wie gewünscht. Wie viel Karten wird? Ja, ja, wie viel Karten wird? Das ist effektiv das ganz Wichtige, weil man nicht immer alles vom Ärmel rausschütteln. Wenn man schon eine Methode hat, kann man sich auf etwas stützen. Kann man sagen, nachher schaffen wir mit dem Thema. Es gibt einen Wortschatz, es ist in der ganzen Lexik drin. Ich denke jetzt gerade an die Jahreszeiten, an die Festle, sowie die Weihnachten, Ostern, das ist auch in dem Buch. Da kann man auch wieder dazukommen. Auf einfach das Altdeutsche kann man es benutzen. On apprend des nouvelles, des nouveaux mots qui peuvent nous servir à un moment à quelque chose d'autre. Le reveu und Krivel, c'est les carottes qui chatouillent. Einer von den Teilnehmern hat sogar die Methode Tommy et Louise bei sich daheim. Je le lis et j'apprends des choses. J'apprends des mots en alsacien, ça me plaît. Sylvie, c'est elle qui a écrit le livre en alsacien et en français. Mm-hmm. Voilà, et elle a écrit en orinois. Das Buch schlägt sich gleichzeitig unterländisch und oberländisch vor. Und das Treffen mit der Autorin erlaubt den Kindern auch ein paar Worte mehr Häuserdeutsch zu hören. Die Methode für das Elsässische ist eine frische Ausgabe und Isabelle Grüsenmeier hat sie ans Unterländische angepasst. Die erste Nummer auf Oberländisch, 2003 erschienen, ist längst ausverkauft. In der neuen Version, auch mit einem CD, stehen beide Mundarten eine unter der anderen. 20 Jahre nachher ist schon ein Geburt, ja. Wir haben anders geschafft. Das erste Mal bin ich allein gesehen. Ich habe alles geschrieben. Sevelin, meine Schwester, hat mir geholfen für Progression Pädagogik und korrigieren. Und das Mal sind wir ein wirklicher Team. Die Stür hat die pensionierte Orthophonist auch mit einer neuen Zeichnerin und einem neuen Herausgeber geschafft, der ganz begeistert ist. Je sentais qu'il y avait de la demande, il y avait un besoin. Les parents qui m'achetaient les petits livres en alsacien ne parlaient pas forcément l'alsacien ou ne le maîtrisaient pas suffisamment à leur goût. Donc, ils disaient « Ouais, mais il faudrait que je réapprenne. » Cet ouvrage m'a été offert, entre guillemets, sur un plateau. Je l'ai découvert et puis je me suis dit « On va le mettre au goût du jour. » Alle Texte auf Elsässisch sind diesmal nach der Reihe von Urteil geschrieben, mit besonderen Akzentzeichen, die jede Aussprache genau bezeichnen. Urteil ist eine Methode für die Graphie. Also es ist keine Standardisierung der Sprache, es ist eine Standardisierung der Schrift. Das heisst, man kann jede Variante schreiben mit dem Urteil. Das Ziel ist, dass was geschrieben ist, ist auch was ausgesprochen ist. Das heisst, man kann richtig genau präzise sein mit dem Urteil. Das ist, was gut ist. Und das Richtum der Sprache wird richtig respektiert. Heute machen wir einen Flikör. Das ist schnell, Zucker. Jen, du darfst die Äpfel schälen. Machst du aber auch dumm, hä? Die Methode kann auch in der Familie benutzt werden, für Eltern, die das Elsässische einfach trauen möchten, aber selber nicht total beherrschen. Louise redet ein bisschen Deutsch in der Schule. Aber ich rede ein bisschen Elsässisch, aber ich habe schon lange nicht geredet. Es macht mir Spaß, dass sie ein paar Wörter kennen. Aber die Methode ist gefützt für das, dass man lernen kann, ein bisschen und spielen dazwischen. La farine, c'est mal, le sucre, c'est Zucker, et le beurre, c'est Butter, et la pâte, c'est Teig. Denn die Methode gibt einfach wieder Geschmack für unsere Müdersprache. Et à la fin, tu dis, so ist es gemacht. Und jetzt stellen wir ein paar freche Fröhe im Roland Meyer, bei dem die Freundlichkeit groß geschrieben ist.
Nein, jawohl. Ich bin dann der Technik geworden und bin Maraîchage-Arboriculteur. Was hast du am liebsten im Leben? Zusammenarbeit und Konvivialität. Ja. Mit den Leuten zu sehen, einander aushelfen. Und, oh, wie schön. Was redest du auf? Was die Leute nicht zufrieden sind. Ja. Wenn man mal schon aufstehen kann, soll man schon zufrieden sein. Frach oder frech? Frech. Frach so die sehr. Ich bin nicht frach. Wir erreichen mehr durch, wenn man freundlich ist. Hast du Hobbys? All die Schlepper, all die Traktoren und was da Natur belangt, Arborikultur. Tust du gerne reisen? Ja, ich habe schon viel gereist, schon in der ganzen Welt. Wo bist du gewesen? Die letzte grosse Reise war in Peru gewesen. Oi? Ja. Warum ist das Elsass schön? Das Elsass ist schön, aber wir tun es missbrüchen. Wir machen das Environnement kaputt und das Sous-Sol. Ich weiß nicht, in der Geschichte ist einmal ein König gekommen auf dem Hauptbach. Und ich sagte, quel beau jardin, l'Alsace. Aber was es so weiter geht, haben wir ein Désert und keine Biodiversität mehr und nichts mehr.